Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Amnesia, The Dark Descent. Und ihr kennt mich, ihr kennt mein Problem. Ich fange jedes Mal mit dem gleichen Satz an. Ich sage jedes Mal, ihr kennt mein Problem, ich habe Angst und deswegen habe ich euch jemanden mitgebracht. Und genau deswegen werden wir diesen Standard nicht durchbrechen und machen auch dieses Mal so weiter. Ja, moin Leute, ich bin Felix, mein YouTube-Name ist Feli mit 3 Y und heute stehe ich Lin mal zur Seite. So ein was Spast, also ehrlich. Was Amnesia angeht. Feli mit 3 Y. Was ja, ist das für ein Scheiß? Ich weiß auch echt nicht, wie ich damals darauf gekommen bin, muss ich gestehen. Irgendwie. Ja, ja. Komm, du fandst das voll cool. Ja, es gab mal so eine Porno. Zeit. Ich hieß ja früher im Internet immer Floyd. Aufgrund eines uralten Spiels, das ich früher in meiner Kindheit gezockt habe. Und dann, weil es halt so viele Leute gab, die Floyd hießen, aber ich irgendwas mit F wegen Felix und so machen wollte, dann habe ich gedacht, okay. Okay, nimmst du mal Feli, weil das... Ich weiß nicht, wo es lang geht, ne? Das ist jetzt mein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss auf jeden Fall ins Labor, aber wo ist das? Du bist erst im Labor? Na, ich muss jetzt zum Labor. Ich habe jetzt in meinem Keller diese ganze hübsche Dinge aufgesammelt und muss jetzt... Ach, da, an der Stelle bist du. Ah, okay, okay. Ah, ich weiß das. Ich weiß das, wo du bist. Ja, ich aber nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh Gott, ich habe aber einen übelsten Delay, ne? Das weißt du hoffentlich. Ja, das macht ja nix. Ich meine, hey, irk, kleine Mistschnecken. Verdammt, wo ist denn von da aus nochmal das Labor? Also ich glaube auf jeden Fall. Ach doch, ich weiß es. Weißt du noch, wo der Weinkeller ist, wo du die ganzen Sachen hast, also wo du die ganzen verschiedenen Chemikalien her hast? Ja, sicher. Ich glaube, das Labor ist direkt einfach gegenüber. Das ist doch so ein Gang gewesen mit 2 verschiedenen Räumen. Ja genau, geh da mal runter und dann guck mal rechts oder so. Aber da ist so. Ja, dann spring da rüber. Mach einen großen Satz darüber und dann läuft das. Labor. Ja, wunderbar. Wenn du mich nicht hättest. Ja, echt mal. Er setzte sich bei Kaspar nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den sandbedeckten Boden. Schlimm finde ich das bei Amnesia, dass die Story sogar wirklich gut ist. Oh Gott, auch das noch. Ein Spiel mit guter Story? Ja. Scheiße. Das ist nicht nur unglaublich angsteinflößend, sondern auch nicht schlecht. Das ist das, also so storytechnisch, wirklich nicht das schlecht. Ist nicht das ist angsteinflößend, das ist nicht angsteinflößend, hör auf! Es ist nicht angsteinflößend, nein, 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 nein! Stehe ich ja drauf, wenn er so viel rum... Wisch, das Place. Ich find's irgendwie aber einfach lustig. Ah! Ah! Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Ach, einfach. Ich glaube, da kam auch nichts. Ich möchte eher nichts vorwegnehmen, aber... Wir wollen ja auch weiterkommen. Irgendwie ja nein, schon, aber irgendwie nein, weiß ich nicht, wo es lang geht. Du musst da einfach nur diese komischen... Da ist doch irgendwo eine Tür gewesen, oder nicht? Okay, dann doch da bist du richtig. Dun, 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 dun. Ich weiß nicht, wie groß ist denn der Delay so, im Prinzip? Das weiß ich auch nicht, das kannst nur du mir sagen. Okay. Boah, ich jetzt Flash. Flash. Ich hab jetzt einen Flash. There should be more coop rats. Ah, lass es mich lieber an. Let me see, let's see. And one part. Jetzt musst du zu diesem Chemikalien. Ja, ja. Warte mal, hier liegt ein Zettel. Lesen wir uns den durch. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zink, Erz und Orpiment müssen hinzugefügt werden und Kuprit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Auf! Mensch, du benimmst dich wie ein 14-jähriges Kind, das Penis gesagt hat. Entschuldigung. Ich bin echt für sowas nicht geeignet. Ich merk's, aber du nimmst mir die Angst, das ist sehr gut. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden. Außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung. Und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Hier ist ein bisschen was so am rumbupseln. Tinderbox. Ja, hab ich. Komm dich hin. Bück dich. Ich will mich aber nicht bücken. Hier vibriert alles.
Du musst jetzt links an diesen Schrank mit den Laborartikeln. Nee, nicht an die. Geh mal rechts jetzt. Ah! Oh, der Delay ist so furchtbar. Nein, nicht das rechts, das andere rechts. Hier ist irgendwas. Definitiv. Und er dreht völlig durch. Leichte Kopfschmerzen, das geht doch noch. Ja, aber er dreht trotzdem durch. Du musst jetzt dieses... Ja, genau, da, da ist, da, genau, genau. Zettel! Genau. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meinem gelagerten Ingredient... Oh, was ist das für ein Wort? Auf meine gelagerten Ingredienzen. Ingredienzen, aufgelegt. Das google ich mal, warte. Ja, bitte google das. Google das for me. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Wie ist das? Ingredienzen, ne? Ingredienzen, ja. Ingredienzen. Nominativ, Plural des Substantivs. Nein, Definition. Ja, ich bin gerade am Suchen. Okay, das ist gar nicht mal so einfach. Das heißt, die Männer von dem haben dann im Prinzip... Zutaten, Elemente. Mhm. Dieses so, okay. Ja, du musst jetzt auf jeden Fall die ganzen schmierigen Sachen zusammenmischen und den Chemietopf irgendwo runterstellen. Ah! Beeil dich! Ich will mich aber nicht beeilen! Ich will nicht mehr! Ja, und jetzt? Mach! Genau, dreh einfach. Dreh! Noch mehr? Läuft das jetzt? Das läuft, ja. Dann hast du das richtig gemacht. Also eigentlich. Ich hab keinen Bock mehr, ich will hier raus, Ach so. Ach so, ja natürlich. Da hätten wir aber auch selber drauf kommen können. Jetzt bin ich hier raus. Raus! Rennen einfach. Oh, es wurde was in unsere Notizen geschrieben. Ach, really? Okay. Umlagerung der Chemikalien. Ja. Nee, nicht Notizen. Mementos meine ich. Ehrlich? Mementos! Die Treppen sind eingestürzt. Finde einen Weg, um zurückzuklettern. Wie muss ich da jetzt hochkommen? Du musst dir da einfach ein bisschen was bauen. So Minecraft, Tetris, verschnittmäßig. Musst du dir jetzt einfach so einen Weg nach oben bauen. Will aber nicht! Das ist ganz einfach. Du nimmst dir einfach irgendwelche komischen, schmierigen Kisten und dann baust du dir da so einen kleinen Turm irgendwie. Vor allem, wie konnten die Treppen einstürzen? Keine Ahnung. Die stürzen natürlich genau in dem Moment ein, wo wir da drin sind. Dieses Schloss ist ja auch nur ein paar Jahre alt. Ach Quatsch. So alt ist das noch gar nicht. Echt hoffe nicht? Ich weiß es doch nicht. Ah, jetzt! Komm doch her. Ja! Fick dich! Du kannst ja auch irgendwie drehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Ich glaube mit R. Wenn du das nimmst, kannst du... Drück mal R. Wenn du das hochhältst, dann kannst du die so drehen irgendwie. Ja, genau. Das könnte eigentlich sogar schon reichen. Ich bin stolz auf dich. Raus! Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britische Territorien erreichte, musste nur noch eine Kabine auf der SS Hortensia nach London reserviert werden. Wunderbar. Fickt euch alle! Ich erschrecke mich immer so bei diesen Dingern. Jetzt musst du links runter diesen Chemietopf anwenden. Ich will links, aber ja. Nicht! Ich habe auch nicht mehr viel Öl, das nervt mich. Ich habe noch einen Tipp. Hattest du eigentlich die ganze Zeit die Laterne an? Nein, nein, Klavier, ne? Nein, nein, nur gerade als ich zurückgelaufen bin, weil ich Angst hatte. Ja, dann geh doch mal runter. Ich will aber nicht! Nein, ich will aber nicht! Ich würde sagen,
Wir machen jetzt genau hier einen Cut. Ich kann mich nicht mehr. Und wenn mich nicht jemand irgendwie hier gleich wiederbeleben will durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder sonstige Schockzustände, sollten wir jetzt eine Pause machen.